Was können wir von den Deutschen lernen im Fußball? Von der ersten bis zur letzten Sekunde Disziplin, Ordnung und Struktur und Konzentration. Haben wir keine Disziplin? Doch, aber nicht 90 Minuten. De toon is gezet met Frank Wormuth, de nieuwe trainer van Heracles Almelo. Hij moet Duits realisme brengen. Duits is het trainingskamp van Heracles overigens al jaren. Al twee decennia komt het naar Bielerbeck om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Deze week wordt er twee keer per dag getraind en tussendoor gerust en ook vooral geduld. Maar dat zit als punt, hè? Come on! Vamos, vamos! Bieten, bieten en vamos, vamos. Heracles Almelo is er deze zomer internationaler op geworden. Vooral op de belangrijke posities. Een spits uit Spanje en dus een keeper uit Duitsland. Werden Sie der neue Martin Piekenhagen? Ich denke, die Torwart, die Torhüter kann man nicht richtig vergleichen, aber ich kenne ihn auch selber. Want het was Martin Piekenhagen, hier scorend tegen AZ, die Janis Blaswić tipte bij de leiding van Heracles. Beide hebben een historie bij Hansa Rostock. Ja, we hebben vorher op jeden Fall kommuniziert. We hebben drüber gesprochen. En hij heeft me een paar tips van hem geholt en een paar informatie. En dat was heel hilfreich. Ja. Opnieuw een Duitser dus onder de lat in Almelo. Hij krijgt de schone taak om het doel leeg te houden. Zu null ohne zu mauern. Want dat vindt Wormuth het belangrijkste. En het beste is, wenn wir den Ball dem Gegner gar nicht geben, spielen wir auf jeden Fall zu null. Maar dan maakt de Gegner niet mit. In de eerste weken gaan bijna alle trainingen over verdedigen. Ja, dat merkt man durchaus. Ik glaube, daar had onze trainer ook een großen Anteil dran. Maar ik glaube, het is ook wichtig, een goede Verteidigung zu haben, om ook Spiele zu gewinnen. Weil het bringt nichts, wenn wir vier Tore schießen, aber fünf kriegen. So, also, ik denk, zu null spielen wird wichtig sein. Zu null? De nul. De nul? Zum dat? Een muur. Een muur, ja, de muur. Also, zu null ohne zu mauern. Ja. Ja, okay. Filosoof. Vorig jaar kreeg Heracles de meeste schoten tegen van alle clubs in de Eredivisie. Maximilian Rossmann weet welke Duitse kenmerken Heracles moet overnemen. Discipline, geloof ik. Deutsche verteidigers zijn zeer disciplineerd, halten ihre position. En ja, arbeiten eigenlijk immer zusammen, die Viererkette met den Sechsern speziell. En ik geloof, daar zijn we op een goeden weg. Maar we zijn een land im Grunde, we hebben viele gleiche Mentalitäten. Aber auf dem Platz erkenne ich, dass wir nicht 90 Minuten da sind, sondern die Spieler brauchen immer wieder mal, nicht Spaß, haben immer, aber auch mal ein bisschen Erholung und Ablenkung und mal, sich einfach mal nur, wie sagen im Fußball, nur kicken, also nur Fußball spielen. Und ich bin jetzt jemand, der permanent die geistige Tätigkeit der Spieler aktiviert. Und das sind viele nicht gewohnt gewesen. Und deswegen, die Balance muss ich suchen. Van alle Eredivisieclubs speelt Heracles deze zomer de meeste oefenduels, voorlopig 11. Drie keer speelde het al tegen Duitse derde Bundesliga-clubs, maar gewonnen werd daarvan nog niet. Maar Wormuth kijkt veel verder vooruit. Ik denk maar 5. of 6. Spieltag erreichen wir onze conditionele standaard. Wat ik dan erreichen möchte, is met de Mannschaft, dat we insbesondere de Defensive ganz klar en solide arbeiten en wenig Raum zulassen. Dat unterstützt natuurlijk durch Bewegung. Ansonsten freue ich mich auf die Offensive, weil da können die Deutschen von den Niederländern viel lernen. Was sie auch von Nederlanders können lernen, ist die Taal. Prupper zei daar onlangs het volgende over. We praten echt met keywords, zeg maar. Echt, Nederlandse keywords? Ja, eigenlijk wel. Maximilian probeert af en toe nog in Duits en met Nederlands tussendoor. En nou, dat gaat gewoon goed. En dat probeert de trainer ook echt in te hameren. Dat we die woorden gebruiken om te coachen en... om zo ja, als één team te staan, zeg maar. En nou, dat gaat steeds beter, ja. En dat gaan we even testen. Hoe staat het met het Nederlands van de drie Duitsers? Oké, okay, so I have 10 words in German and you have to translate it to Dutch. I have to translate it in Dutch? Yes. I thought otherwise. We want to do it otherwise? Yeah, otherwise is better. It's much better. Oké. Okay. Doelpunt. Doelpunt? I don't know. Tor. Tor is doelpunt. Doelpunt. Keine Ahnung. In Deutsch. Doelpunt. Tor. Doelpunt heißt Tor. Tor. Hör ich zum ersten Mal. Beltenspiel. Belten oder Beuten? Beltenspiel. Seitenwechsel? Abseits. Beutenspiel ist Abseits. Ich dachte Flügelspiel. Aanvaller.
Stürmer? Angreifer, Stürmer. Armfalle? Fallen lassen? Nee, das ist in Sacken. Anfallen? Anlaufen? Angriffsspieler. Ach, Angriffsspieler. Ein gemeiner Tackle. Allgemeines oder gemeines Tackling? Gemeines, sehr gemein. Gemeines Tackling. Ja, ein fieses, fiese Gerätsche, fieses Foul, fieses Tackling. Böses Foul? Ich habe Blutgrätsche. Oh, ich habe Blutgrätsche, also ich habe jemanden umgehauen, eine böse, böse Grätsche gemacht. Vorschett. Vorschett? Vorset. Flanke. Verdediger. Verteidiger. Verteidigung oder Verteidiger? Schwalbe. Eine Schwalbe. Schwalbe ist Schwalbe, das ist, wenn kein Foul ist und man so tut. Ja, das ist in Deutschland erfunden worden, sich hinfallen lassen, ohne berührt zu werden. Entweiche. Ja, klatschen lassen, Doppelpass spielen. Double. Okay. Ein Doppelpass. Entweiche ist ein Doppelpass, okay. Inwurf. Einwurf. Effektball. Ein sehr guter Ball, also ein effektiver Ball. Ja, das Bananenflanke ist. Das ist ein Effektball. Das ist ein Effektball? Ja. Ah, okay. Ja. Ah, okay. Effektball heißt Bananenflanke? Ja. Also, wenn ich jetzt in ein Lebensmittelgeschäft gehe und möchte einen Pfund Bananen haben, sage ich einen Pfund Effekt? Das ist Bananenflanke, das kennen wir aus Deutschland. Das ist gut. Das ist gut. Umhau. Umhau? Umhauen. Fallrückzieher. Klar. Fallrückzieher ist Umhall. Umhau. Okay. Okay. Und zum letzten, Hookflach. Hookflach, flacher Ball? Eckfahne. Echt? Ja. Eckfahne. Eckfahne ist Hookflach. Ja, ich muss noch ein bisschen lernen. Ne? Ich muss ein bisschen lernen. Ja. That's enough, that's okay. Gratuliere! Danke wel. Gefeliciteerd zeggen we dan in het Nederlands. Oké, okay. Danke wel. Okay.